Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal so um eine Zuschauerfrage, da wurde ich mich schon relativ oft gefragt. Und zwar geht es heute um meine beiden Luftfiltersysteme. Einmal befindet sich hier oben ein Luftfilter, zu dem sage ich gleich noch was, der ist selbst gebaut. Und des Weiteren hängt hier oben noch ein zweiter Luftfilter. Das bedeutet, ich habe zwei Maschinen, die meine Luft hier in der Werkstatt filtern. Dieser hier läuft eigentlich nur, wenn ich wirklich viel drechsle oder wirklich viele Maschinen gerade am Bedienen bin, weil der relativ laut ist. Und hier hinten, mein selbstgebauter, läuft eigentlich durchgehend. Das bedeutet, das Teil läuft seitdem ich es oben an der Decke hängen habe, läuft er durchgängig. Davon nicht irritieren lassen, ich werde den mal anmachen, damit ihr merkt, wie laut der im Prinzip ist. Also laut kann man nicht sagen, aber man hört ihn auf jeden Fall. Und dadurch, dass ich hier halt Videos drin aufnehme, ist der öfters mal aus als da hinten der. Einfach, weil es dann störend wäre. Man muss aber auch dazu sagen, dass der hier, die genauen Werte kenne ich nicht, aber der hier wird mehr Luft durch den Raum hier wälzen als mein selbstgebauter und dadurch ist halt die Lautstärke noch mal ein bisschen berechtigt. Was mir hier aber ein bisschen aufgefallen ist, ist einfach, dass hier ein bisschen feiner Staub ist. Das bedeutet, dass das Teil, glaube ich, nicht komplett dicht ist und nicht den kompletten Staub filtern wird. Aber ich habe den in der ganzen Zeit noch nie abgekehrt. Das bedeutet, in 1,5 Jahren oder wie lange ich das Teil jetzt habe, ist es, denke ich, in Ordnung. Jetzt kommen wir aber zum Interessanten. Jetzt schauen wir uns erstmal hinten den selbstgebauten an, wie viel Staub der gefiltert hat. Und dann schauen wir uns mal noch dieses Teil hier an. Vielleicht mal noch so eine Frage, warum habe ich das Teil hier damals aufgehängt? Es gibt ein eigenes Bauvideo, da zeige ich euch, wie ihr euch das Teil selbst bauen könnt. Ist wirklich richtig einfach. Vielleicht ist es auch für den einen oder anderen interessant, warum ich meinen Luftfilter gerade hier an die Decke gehängt habe. Zuallererst mal ist meine Werkstatt hier höher. Das fällt, glaube ich, auf, wenn er ein bisschen weiter weg steht. Das bedeutet, ich komme so gut wie gar nicht an die Decke. Und wenn ich einen Schritt nach vorne gehe, dann wird es hier ein bisschen höher und dann komme ich schon fast an die Decke. Das bedeutet, hier ist meine Werkstatt am höchsten. Hier stört dieser Luftfilter am wenigsten. Aber hier stehen auch noch relativ viele Maschinen, die super viel Staub erzeugen. Meine Drechselbank, das ist ein Staubwerfer. Allein wenn man schleift, kann da sehr, sehr viel Schleifstaub in alle Richtungen wegfliegen. Dadurch, dass ich hier einen guten Luftfilter habe, brauche ich nicht so eine intensive Absaugung. Meistens sauge ich gar nicht ab. Ich warte einfach 10 Minuten, dann ist der ganze Staub hier eigentlich aus der Luft draußen, wenn ich beide Luftfilter laufen habe. Aber ich habe direkt den ganzen Staub, der hier erzeugt wird, kann dann nach oben eingesaugt werden und frische Luft kommt nach unten raus. Eigentlich steht meine Drechselbank, hier steht meine Tischkreissäge und wenn ihr hier mit der Kreissäge viele, viele Längsschnitte als Beispiel macht, entstehen ja auch super viele Späne. Und die Absaugung an der Kreissäge ist nicht so gut, dass alles hundertprozentig eingesaugt wird. Das bedeutet, sehr viele Späne fliegen nochmal in diese Richtung. Das bedeutet, der ganze Schleifstaub sammelt sich im Prinzip dort hinten in diesen kleinen Ecken. Und dann kann auch wieder dort oben dieser Luftfilter den Schleifstaub, der dann hinten in der Luft rumfliegt, einsaugen und halt gefiltert rauspusten. Und so sieht mein Luftfilter aus. Ihr seht, da hängen schon echt viele Spinnweben dran und teilweise hängen hier auch ein paar Drechselspäne dran, wenn man ein bisschen aggressiver gedrechselt hat. Und ich zeige euch jetzt mal anhand, woran man erkennen kann, warum der schon ganz gut alles einsaugt. Ich werde hier jetzt mal zart gegen den Luftfilter schlagen, dann seht ihr, wie der Schleifstaub wieder nach oben eingesaugt wird. Hier seht ihr, dass ein großer Teil wieder oben reingesaugt wird und dann natürlich wieder gefiltert wird. Das zeigt einfach so ein bisschen, dass er auch hier so die Umgebungsluft schön einsaugt. Und das finde ich echt in Ordnung. Übrigens, ich habe vor kurzem, damit ihr euch mal vorstellen könnt, wie viel Staub, Schleifstaub so eine Drechselbank erzeugt, vor kurzem 5 Schalen fertig gedrechselt. Die habe ich auf Instagram auch verkauft. Es sind sogar noch ein paar da. Wenn ihr welche möchtet, einfach mal auf Instagram vorbeischauen oder schreibt mir dort mal eine Nachricht. Ich habe die alle von Hand geschliffen. Es war nicht mal sonderlich viel, weil ich sie gut vorher gedrechselt habe und die Oberfläche fein war. Aber das hier sind alles... Das hier ist alles Schleifstaub und das ist richtig viel Material. Jetzt werde ich aber mal den Luftfilter ausschalten und mal die Filterdecke rausholen. Wie gesagt, es ist jetzt schon echt wieder lange her, seitdem ich das letzte Mal gemacht habe. Deswegen bin ich selbst ein bisschen gespannt, wie viel da drin ist. Okay, das ist schon ein bisschen Material. Zuallererst mal hier so ein kleiner Blick in den Luftfilter rein. Ihr seht, hier setzt sich schon sehr viel Schleifstaub ab. Das ist auch richtig feines Zeug. Und hier in dem Kasten befindet sich auch eine dünne Schicht. Aber da ist so gut wie nichts hier durchgekommen. Muss man auch dazu sagen, der drückt ja auch nicht so stark wie der andere. Und jetzt kommen wir mal zum Luftfilter selbst. Und das ist richtig viel Zeug. Wenn ich hier drüber gehe, seht ihr auch, dass
das echt viel Zeug ist. In diesem Video kann ich euch natürlich keine genauen nachgemessenen Zahlen geben, wie schnell die Dinger die Luft hier reinbekommen, weil ich kein Messapparat habe. Aber ich kann euch sagen, dass der Raum hier relativ schnell immer wieder staubfrei ist. Und das sieht man auch einfach hier. Jetzt noch eine andere Sache. Ich habe eben gesagt, dass der nicht so fein filtert. Kann ich auch nicht hundertprozentig genau sagen. Das sind auch so Erfahrungswerte. Aber die Filtermatte, die ich hier drin verbaut habe, ist eine G4-Vorfiltermatte. Das bedeutet, dass das eigentlich eine Filtermatte ist, die man vorne einen feinen Filter macht. Das werdet ihr auch gleich beim anderen noch sehen. Aber Matthias Wandel hat es auch schon gemacht und er hat es auch nachgemessen. Und er hat gesagt, je länger man die Filtermatten hier in einem Filter drin hat, desto mehr setzt er sich zu. Das ist ja logisch. Je mehr ihr rein pumpt, desto voller wird dieser Filter. Und je voller dieser grobe Filter wird, desto feiner wird natürlich der Ausgang. Das bedeutet, je länger ihr das Teil hier benutzt, je mehr Staub hier drin ist, desto feiner filtert ihr auch. Und ihr habt ja auch eben gesehen, das Ding hat noch echt gut Zeug angesaugt, als ich dagegen geschnipst habe. Und deswegen bin ich echt ganz happy hier mit diesem Luftfilter und ich bin auch ganz zuversichtlich, dass der fein das Ganze filtert. Ich werde jetzt mal oben so ein bisschen was wegsaugen, dann seht ihr auch nochmal, wie grau jetzt diese komplette Matte ist und wie weiß die eigentlich sein sollte. Also das ist schon einiges an Material. So, aber auch unten befindet sich ein bisschen Material. Das werde ich jetzt auch einmal absaugen. Das ist dann wahrscheinlich das ganz feine Zeug, wovon ich euch eben ja gesagt habe. Und jetzt ist die Filtermatte wieder sauber. Das war so der selbstgebaute Filter. Wie gesagt, ich mag den echt sehr. Ich will den auch wieder bauen. Ich habe mir schon überlegt, noch einen dritten Filter zu bauen, aber ich denke, das ist dann zu viel für meine kleine Werkstatt. Ich werde das ganze Teil wieder zusammenbauen und werde mal den anderen Filter auseinanderbauen. Dann seht ihr das auch nochmal. Ein Punkt, den ich noch nicht angesprochen habe bei diesem selbstgebauten Filter, ist die Druckrichtung. Warum der die Luft nach unten drückt. Das habe ich mir so gedacht, dass im Winter die warme Luft nach oben steigt und dieser Luftfilter hier kann dann die Luft wieder nach unten drücken und dann zirkuliert das Ganze einfach so ein bisschen. Dieser Luftfilter pustet dann die Luft in so einer Kreisbewegung durch die Werkstatt und dann habt ihr einfach eine gute Zirkulation und die habe ich auch immer laufen, wenn ich die Werkstatt schnell aufheizen möchte. In Anführungszeichen schnell, das geht wirklich nicht schnell. Jetzt werde ich mal diesen Luftfilter noch zerlegen. Und da ist schon ein gutes Stück mehr Material drauf. Das ist der grobe Vorfilter und das ist halt der feine Filter, der danach kommt. Ihr seht auch hier, dass hier dieser grobe Filter echt richtig voll bepackt ist. Das ist richtig viel Material. Das seht ihr auch hier so ein bisschen, dass sich da schon aufgewülst hat. Und hier im Feinluftfilter ist nicht mehr so viel Material. Aber dennoch hat sich hier was drin angesammelt. Den werden wir jetzt auch mal nochmal sauber saugen. Im Moment seht ihr auch hier oben mal das Gebläse. Wie gesagt, das ist größer und stärker als von der selbstgebauten Variante. Aber ist halt auch eben ein bisschen lauter. Jetzt kommt dieser feine Luftfilter erst wieder hier rein. Und jetzt kommt auch wieder dieser grobe Vorfilter rein. Ihr seht, da ist immer noch ein bisschen drin, aber ja, das ist in Ordnung. Zieht am besten immer eine Atemschutzmaske an, wenn ihr sowas macht, denn das ist das feine Zeug. Ich muss die ganze Zeit reden, deswegen habe ich keine an. Aber normalerweise ziehe auch ich, kann ich mich überhaupt sehen, eine Atemschutzmaske an, wenn ich die Teile hier wechsle. So sehen meine Luftfilter nach ein paar Monaten aus. Wie gesagt, ich schätze mal, dass der selbstgebaute Luftfilter so 6, 8, 9, 10 Monate jetzt wieder gelaufen ist. Ich lasse die echt schon immer lange laufen. Und ja, wie gesagt, das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Meine beiden Luftfilteranlagen laufen echt oft hier in meiner Werkstatt. Hier dieser große läuft, wenn ich viel Drechsel oder viel schneide oder halt viel laute Maschinen bediene, wo ihr es dann auch nicht auf der Kamera hören könnt. Ihr habt mich gefragt, wie sie aussehen. Ich habe es euch heute gezeigt. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob du auch einen Luftfilter in deiner Werkstatt hast. Ich kann es euch nur empfehlen. Fängt vielleicht damit an, so ein Teil selbst zu bauen und dann könnt ihr euch irgendwie noch einen größeren bauen oder einen kaufen. Aber achtet auf eure Gesundheit. Wie gesagt, Staub einatmen ist nicht so das Beste, was ihr machen könnt. Mal ist es nicht so schlimm, aber jedes Mal wäre es halt echt nicht so geil. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag und sage einfach mal Ciao.